Litte Weihnachten! Wir haben Litte Weihnachten! Okay, aber Jump hat schon einen miesen Beat gemacht, ja? Können wir alle mal an meinen metaphorischen Sch-Dutschen. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer brandneuen Folge Feuer im Stu. Wie ihr vielleicht im Hintergrund erkennen könnt, bin ich schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Und auch Bad Moms Jay möchte uns in Weihnachtsstimmung bringen. Die hat nämlich einen Weihnachtssong gedroppt, der nennt sich Naughty or Nice. Ist produziert von Jumper. Meine Community-Frage an euch ist, was ist euer Lieblings-Weihnachts-Hip-Hop-Song? Ja, schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Meine Antwort gibt es wie immer am Ende des Videos. Wenn euch die Reaction gefällt, lasst gerne ein Abo da. Und folgt natürlich noch auf Instagram, denn dort könnt ihr mir jederzeit alle eure Newcomer schicken. Und jetzt, lasst uns nicht lange reden. Bad Moms Jay, Naughty or Nice, produziert bei Jumper. Let's get it! Jumper, make a jump. Have you been naughty or nice? Okay, anscheinend hängt sie jetzt doch ein bisschen öfter mit Takt 32 ab. Es war doch gerade Takt 32, oder? Weil ich meinte nämlich noch im letzten Video, wo die beiden so einen Song zusammen gedroppt haben, dachte ich mir so, ich kenne einfach keine Takt 32 Songs. Hat sich bis jetzt auch nicht geändert, Leute. Merry Christmas, your naughty bitch back. Unter meinem Baum liegen Streaming Money Checks. Meine Lips wet, sie will wissen, wie ich schmeck. Fünf Bunnies in einem Benzer und der Schlitten ist gewackt. Gib ihr etwas Mütchen, Shorty, dip den Cookie. Yeah, your booty. Okay, aber sie geht gut nach vorne, ja? Das ist auf jeden Fall kein gechillter Weihnachtssong. Das ist Litte Weihnachten. Wir haben Litte Weihnachten. So sieht das bei ihr aus, ne? Bis jetzt alles ziemlich nice. Pounds von mir wie ein Flummi. Fick dein Gucci Rocker BMJ Hoodies. Volle Konten und ich war nicht auf der Uni. I've been a bad bitch and I won't stop. Merry Christmas Kette glänzt wie ein Coke Truck. Auf meiner Wishlist ist für keiner Host Platz. Dieses Jahr wünsche ich mir, dass ihr wieder Flows habt. Sich jeden Krieg. Front einfach. Schon mal in einem anderen Song gesagt. Ich finde eigentlich, bei ihr kommt das Ganze ganz gechillt rüber, wenn sie so auf Englisch so Wörter einfließen lässt und sowas. Also sehr bilingual bei ihr. Ich weiß nicht, wie findet ihr das? Findet ihr das cool oder findet ihr es eher ein bisschen cringe? Klingelingeling, 24-7, hustle immer noch mein Ding, so viele Streams, Cash. Klingelingeling, rappen nur ein Jahr und alle wissen, wer ich bin, sie schieben Krisen. Klingelingeling, 24-7, hustle immer noch mein Ding, so viele. Man muss aber wirklich sagen, es ist gar kein Weihnachtssong, ja? Es ist mehr ein Jahresrückblick für sie. Sie sagt halt einfach, ich habe mies Money gemacht. Können wir alle mal an meinen metaphorischen Schwanz lutschen. Aber sonst, also da ist jetzt nicht viel mit Weihnachten, hat er sich viel mit Weihnachten zu tun, außer halt so ein bisschen Klingelingeling und das Video, ne? Also ist jetzt, würde ich jetzt nicht als Hip-Hop-Weihnachtssong bezeichnen. Viele Streams, Cash, Klingelingeling, rappen nur ein Jahr und alle wissen, wer ich bin. By the ring some bells. Sie spricht Espanol, Feliz Navidad, yeah, so. Okay, aber Jumper hat schon einen miesen Beat gemacht, ja? Der Beat gefällt mir auf jeden Fall ziemlich nice, es geht unfassbar nach vorne, so dass wirklich 1000% Energie. Wie gesagt, auch der Beat, jetzt mal von diesen Glocken abgesehen, ist jetzt auch kein Weihnachtsbeat, ne? Gut, aber was auch ein Weihnachtsbeat, ne? Glocken machen eigentlich einen Weihnachtsbeat. Naja gut, vielleicht ist es doch ein Weihnachtsbeat, so. So wie Marzipan, sie will diese Bad Moms Fairy mit den roten Haaren. Mhm. Tragt die Krone schon als Teenie wie das Christkind. Grüner. Diese Adlib. Augen, man glaubt meinen, dass ich der Grinch bin. Leck die Zuckerstange, Babygirl am Pimpin. 22 will ich hören, wie ihr mitsingt. Bad Moms for life. What? Es gibt Bad Moms for life. Das Ding ist, man muss wirklich sagen, sowas so live. Künstlerinnen angeht, so, ist, glaube ich, UUD, die wirklich jedes Mal komplett alles abreißt, ja. Und ich bin echt gespannt, wie Bad Moms J-Fans live drauf sind, ja. Ich weiß auch nicht genau, wie die normale Altersgruppe da ist, aber ich frage mich, ob die genauso Power haben wie die UU-Fans, weil die sind wirklich verrückt einfach. Sag mir nur kurz Bescheid und ich bring dir was vorbei. Bin so sick, ich mach Corona, killt mein Hype. Sie schieben Krisen, Klingelingeling, 24-7, hustle immer noch mein Ding, so viele Streams, Cash. Okay, aber Video ist schon lustig, muss man schon sagen, ne? Also, auch einfach lustig, was sie für eine Attitude hat. Das ist einfach, das gehört auch dazu zum Hip-Hop, so, ja? Und ich finde wirklich, Bad Moms J hat einfach so, die ist mit dieser Attitude gefühlt geboren, einfach. Klingelingeling, rappen nur ein Jahr und alle wissen, wer ich bin. Sie schieben Krisen, Klingelingeling, 24-7, hustle immer noch mein Ding, so viele Streams, Cash. Klingelingeling, rappen nur ein Jahr und alle wissen, wer ich bin.
Damn, okay, wirklich. Ja, das war's mit dem Song. Was sagt ihr zu der ganzen Geschichte? Ich fand den Song nice, Video nice, Beat war nice, Jumper, was hast du gemacht da? Wie gesagt, ich finde, also für mich persönlich, Bergmann stellt immer einen speziellen Platz so auf diesem Reaction-Kanal, weil einfach, ich glaube, der zweite oder dritte, das dritte Video, was ich jemals gemacht habe, war halt über sie, da habe ich sie auch kennengelernt. Fand sie überkrass und irgendwie gehört das ja schon ein bisschen so dazu. Mein absoluter Lieblings-Weihnachts-Hip-Hop-Song ist natürlich der Weihnachtssong von Sido. Was gibt's da auch für eine andere Antwort eigentlich? Ich bin trotzdem gespannt auf eure Antwort. Ansonsten folgt mir gerne auf Instagram, abonniert den YouTube-Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Diese Woche wird sehr, sehr nice. Haut rein. Bah! Ciao.